Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Odin war shoppen, beziehungsweise Odin war einkaufen. Ich denke mal, das Große machen wir zum Schluss. Das ist das hier, das kommt zum Schluss dran. Machen wir erstmal das. Hier habe ich, das ist aber jetzt nicht für mich, das schenke ich meiner Mama. Habe ich für ihren Garten einen Gartenschlauch gehört, weil ach, sie hat da so einen alten Gartenschlauch da zusammengefriemelt und so. Und das ist hier so ein Pool, wenn sie ihren Hundepool oder auch den normalen Pool Wasser drin machen will oder ein bisschen sprengen will und so. Das ist immer eine Tortur. Und hier hat sie dann halt so eine Halterung, wo sie den halt ranmachen kann. So ein Nylonschlauch ist das, der zieht sich zusammen und geht dann auch halt so dehnbar. Und dann halt auch mit, ach komm her hier, mit Metallanschlüssen und irgendwelches Wechselzeug. Ich werde euch das mal unten drunter verlinken. Und so eine Brause ist auch halt mit bei zum Sprengen schon. Auch mit Metallanschluss. Mutter hat gesagt, die braucht einen. Ich soll mal gucken. So. Leider nur 30 Meter für einen vernünftigen Preis gekriegt. Wir hätten eigentlich 35 Meter lieber gebraucht. Also wäre es halt schöner, wenn wir 35 noch kriegen könnten. Aber 35 war halt ziemlich teuer. Das ging halt nicht. Aber 30 Meter reicht auch schon mal aus für fast das ganze Grundstück. So, und dann für den Garten noch ein Kaffeepott. Den Weg meiner Mutter schenken halt. Kann man hier aufschrauben. Die hat immer ihre Tasse da am Wickel. Ja, Edelstahl und hier mit Dichtung und alle drum und dran. Hier so verschiedenen Farben. Meine Mutter mag aber rot. Und dann kann sie dann halt so, hier halt daraus trinken. Und da ist dann auch so ein Luftloch. Und zumachen, kommt keine Biene, geht nichts ran. Oder wenn man da mal im Garten allgemein was trinken möchte. Da hat man auch noch so ein schönes Gummi hier ringsherum. Also ihr seht, es nicht wirklich was für mich hier diesmal mit bei. So. Dann für meine Große. Die hat das halt schon kaputt gekriegt. Eine Lampe. Weil ihre Lampe ist jetzt kaputt gegangen. Und das leuchtet hier unten und hier oben. Der Pilz, der leuchtet auch. Dann kann sie sich das hinleuchten, wo sie braucht. Sie kann hier Stifte reinmachen. Und hier hat sie dann eine Aussparung. Da kann sie dann Handy abstellen. Wenn sie dann mal ein Handy hat. Was ich denke mal, demnächst passieren wird. So, dann können wir das nämlich gleich für Ingeborg hier mal hinstellen. Ingeborg! Kannst du gleich auf deinen Tisch stellen. So. Ich habe ja nicht gewusst, wie teuer Gartenschläuche sind. Ey, Leute. Hier habe ich sowas noch geholt. Das wollte ich mal testen bei mir. Und wenn es halt nicht toll ist, das sind so goldene Bommels hier. Die kann man dann drehen. So. Und kann man dann halt auch kleiner machen oder größer machen. Oder kann man dann halt auch das, so, wenn man mehrmals dreht, so wie so eine Spirale machen. So.
Sieht ein bisschen altbackend aus, also werden bestimmt viele sagen, aber ich fand das ganz neckisch und da ist auch so ein Stein drauf, ich zeige euch das gleich, so. Und dann kann man das dann praktisch um die Gardine so rum machen, also wenn das so zusammen ist, das sieht besser aus als ein Knoten, wenn da sowas rum ist und dann ist da so ein Strassstein, ja, könnt ihr jetzt schlecht sehen, hier unten hoch. Und dann kann man halt verschiedene Sachen machen, man muss ja nicht halt, muss man mal gucken, man kann auch so lassen, ne? Und das hat ein paar Euro gekostet und dann habe ich gedacht, ne, testest du mal. Weil mit dem Knoten sieht zwar ganz okay aus, aber ich wollte mal was Neues und ja. Ich weiß auch gar nicht, ob die dann überhaupt halten oder runterrutschen, weil die haben schon ordentlich Gewicht. Also ich würde mir wünschen, dass sie halten, aber ich, bei dem Gewicht, wie ich jetzt gerade anfasse, wage ich zu bezweifeln. Also ich halte euch da auf den Laufenden. Na gut, ihr werdet spätestens dann im Stream sehen, wenn sie dranhängen, weil ich mache heute oder morgen, wenn es klappt, die Gardinen ab und hängen sie neue wieder an. Und dann kommen die gleich, die kommen nass aufgehangen und dann kommen die Dinger gleich ran. Dann. So, dann habe ich hier, das ist jetzt wirklich für mich, ich weiß noch nicht, welche Ecke, PC-Ecke hinten oder beim Sofa. Da sollte es hinkommen. Ich habe was Cooles gesehen. Und haben viele gefragt, ob ich sowas mal testen kann, sowas in der Art. Und da habe ich gedacht, naja, für mich selber ist das ja auch interessant. Ja. Gönnst du dir mal. Und testest es. Das ist so ein LED, also LED Floor Light. Das ist halt, ich mache das mal hier unten auf, da seht ihr das vielleicht so ein bisschen. Ich zoome mal ran. Das ist praktisch hier der Fuß, ist so L-förmig, dass man das in eine Ecke von der Wand stellen kann. Also in jede Ecke, wenn man will, eins. Hier ist dann halt der Stecker für Strom. Und hier ist der Sensor dran. So wie es aussieht, ist da auch ein Knopf dran. Wenn wir mal gucken, und eine Fernbedienung ist auch mit bei. Und dann kann man das in die Ecke stellen. Also muss man dann noch aufbauen. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch das ist. Da werde ich aber ein separates Video draus machen. Bin ich mal gespannt. Das werde ich dann morgen aufbauen und dann mal gucken. Ich bin am überlegen, ob ich es hinterm PC stelle. Dann könnte ich nämlich die PC-Ecke noch auf der Innenseite ein bisschen beleuchten mit RGB. Weil hier habe ich ja meine Säule, da hinten habe ich so eine kleine von Meros. Für hinter der Tür, naja, glaube ich eher nicht. Und da würde ich lieber eine kleine Lampe hinstellen, hier habe ich RGB. Umso mehr RGB, umso mehr FPS. So, und jetzt kommt das große, aber sehr leichte. Ich hätte es jetzt nicht so leicht erwartet. Also und das war dann auch schon. Also mehr ist da nicht. Also das ist jetzt wirklich nur eigentlich was für einen Haushalt, für Muttern und für die Kinder. Das Einzige ist halt das RGB, was für mich ist. Aber das halt auch nur, weil viele nachgefragt haben, ob ich sowas mal testen kann. So. Und dann haben wir hier. Ah. Ein Schaukelpferd. Das ist aber ein bisschen klein, finde ich. Das ist aber ein bisschen klein. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre größer. Aber soll sie aushalten? Naja, werden wir sehen. Soll massiv sein. Muss man wieder einpacken. So. Soll die kleine ja auspacken. Die weiß ja noch nicht. Und sie mag halt immer selber gerne auspacken. So. Ja, das war dann auch schon, würde ich sagen. Da gehe ich jetzt gleich erstmal hoch und baue das mit der Kleinen auf. Und dann kann so Hoppehü machen. Ich hoffe, ich
hat euch gefallen? Ist jetzt wirklich nichts Dramatisches. Also ist wirklich halt nur ein bisschen Haushaltsprodukte und so. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt. Ich werde euch alle Produkte unten in der Videobeschreibung verlinken. Hatte ich noch einen Film ausgeborgt? Ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich hatte noch einen Film ausgeborgt. Ach ja, ich hatte mir ausgeborgt für 99 Cent bei Amazon der Knecht oder so. Ist ein russischer Film. Ich gucke momentan öfters mal russische Filme. Die werden immer besser irgendwie über die Jahre. Also sind immer besser geworden in Russland mit den Filmen. Das ist ein neuerer Film, den kann ich euch empfehlen. Der war sehr lustig, den habe ich mit meiner Großen mir angeguckt. Den werde ich euch oben mal unten runter verlinken. Soweit, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.